Eine bestehende Excel-Tabelle in Word einfügen, genau das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und jetzt geht's los. Ich habe hier eine neue Microsoft Excel-Datei erstellt. Darin habe ich eine Tabelle, die ich nun in meine Word-Datei einfügen möchte und bearbeiten. Dazu gehe ich in meine Excel-Datei, markiere meine Tabelle, kopiere diese mit Steuerung C oder mit Rechtsklick kopieren. Anschließend wechsle ich in die Word-Datei, navigiere im Menü Start und gehe auf den Bereich Einfügen. Dort habe ich die Möglichkeit, Inhalte einzufügen und wir erhalten ein neues Fenster, das Microsoft Excel Arbeitsmappen einfügen ermöglicht. Ich bestätige mit OK und wie man sieht, habe ich nun diese Excel-Tabelle in die Word-Datei kopiert. Möchte ich nun diese Tabelle editieren, kann ich das mit einem Rechtsklick, Worksheet-Objekt und gehe auf Bearbeiten. Somit kann ich nun meine Excel-Tabelle wie gewünscht bearbeiten. Mit einem Klick aus diesem Bearbeitungsmodus wird der Stand übernommen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.